Digga, der Typ, Alter, Oi, Pendejo, bist du nicht der, der eben zu mir gesagt hat, ich soll mich verpissen, ich wäre ein Schanki? Ja, richtig, ich bin der Typ. Warum sagst du sowas, mein Freund? Digga, pack die Axt weg, Digga. Digga, willst du mich verarschen, du Wichser? Der will mich mit einer Axt ficken. Na? Sag mich, oder? Ich fick dein Leben, Alter. 2000 Jahre später. So, du Wichser, du denkst, du kannst mich zerhacken mit einer Axt, du Wichser? Bleib stehen und ich erschieß dich, du Wichser. Ja, leg das um, du Fotzen. Stück Scheiße, Digga. Will mich mit einer Axt töten, Digga. Wenn jemand mit einer Axt auf mich drauf geht, Digga, dann ist mein Leben könnte vorbei sein, Digga. Warte mal, da kommt wieder die Türken-Olle. Warte mal kurz. Was denn, Türken-Olle? Ja, ich glaube, die Süße hat Sehnsucht nach mir. Ich glaube, die Süße will Dings. Ja. Hast du den Auto? Den kann ich dir helfen? Halt dein Maul. Wie halt dein Maul? Zeig mir ein bisschen mehr Respekt. Du hast Respekt, deswegen beleidigst du einfach die Völker anderer Leute? So viel Respekt hast du? Was willst du von mir? Du hast mich dumm angemacht. Ich hab dich gar nicht dumm angemacht. Du hast mich vollgelabert von der Seite. Vollgelabert? Ich hab dich angequatscht. Ich hab dir ein Kompliment gemacht. Und du bist eine arrogante kleine Zicke. Von der Seite angelabert. Ich hab dich ganz normal angesprochen. Wie hast du mit mir geredet? Wie hab ich mit dir geredet? Hä? Du hast mich angesprochen, hübsch. Wenn man das ist, ich bin am Skaterpark. Bin ich nicht. Ja, aber du kannst doch nicht bestimmen, ob ich sage, ob du eine Hübsche bist oder nicht. Lass mich aussprechen. Wenn du so viel Respekt hast, dann lass mich aussprechen. Und dann sag ich dir, nee, bin ich nicht. Und du sagst, ja, soll ich hässlich sein oder was? Hab ich gesagt, ja. Und dann? Was war dann? Ja, was bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden? Was denn los mit dir? Nimm mal den Stock aus dem Arsch. Hey, was war dann? Amigo, komm mal runter, ja? Was, Amigo? Ich bin doch unten, ich hab gute Laune. Ja, aber trotzdem musst du so nicht mit ihr reden, ne? Natürlich, Digga, weil ich mich nicht verarschen lasse. Guck mal, ich geb dir noch eine Chance. Rede einfach normal mit dir. Du gibst mir eine Chance. Wie wär's, wenn... Ja, ich geb dir eine Chance. Rede einfach vernünftig miteinander. Du, ja, du, see. Mit deinen Wörtern, von wem kommst du mir raus? Du sag mal kurz, leise, mit dir redet keiner. Was? Du gibst mir eine Chance. Halt dein Maul. Amigo. Was? Was hab ich dir gesagt? Digga, du sollst leise, mit dir redet keiner. Was eine Schwung gesehen? Amigo, lass dich jetzt einfach in Ruhe. Ja, also, dann geh doch einfach, ist doch kein Problem. Was kommt dir denn dann wieder her nur und sucht Stress? Art und Weise, wie du redest. Also, auf Wiedersehen, schönen Tag noch. Immer Hund. Da, und, was, ey, vorsichtig mit deinem Mund weg, Kleiner, hast du verstanden? Ja, steig lieber an dein Fahrzeug, mein Mann. Komm, verpiss dich jetzt hier von dieser scheiß Garage hier. Ich verpiss mich in Scheißweg, wer bist du, dass du mir das sagst? Ja, keine Ahnung. Ja, richtig, ein Niemand bist du und deswegen zieh Leine. Ein Niemand bin ich. Ganz Niemand. Genau, zieh Leine, ich hab Wichtiges zu tun. Ja, dann zieh ab. Hast Glück gehabt, dass ich so nett bin, Amigo, hä? Halt deine Schnauze, hab ich dir gesagt. Alles klar, ein Moment. Warte, ein Moment. Komm mal kurz, Skatergarage, das ist einer der... Oh nein, was du jetzt angerichtet hast. Was denn? So, und die kommen, Digga. Den hat den gemacht. Jedes Mal machen die Ärger, Digga. Wir hatten Probleme. Komm. Was? Das ist kein Mann, Digga, der braucht Hilfe, hat er gesagt. Amigo. Was willst du noch? Ja, aber ich will nicht mal mit dir reden. Zieh doch rein alleine. Du bist echt respektlos, ne? Du bist echt respektlos. Du hast doch angefangen. Mit was habe ich bitte angefangen, ne? Respektlos zu werden. Du redest mit der Señorita richtig scheiße, ne? Digga, hör mal zu. Wenn die keinen Respekt Nenn hat, Mann. Nicht Digga, ne? Dann zieh leider, wenn du nicht mit mir reden willst, wenn du kein Dicker ab kannst. Du denkst, du bist ein Gangster-Dicker scheinbar oder was? Aber kannst kein Dicker ab. Was ist los mit dir? Ja, guten Tag den Leuten. Weil ich nicht dein Dicker bin, ne? So. Ja, was? Ich geb dir eine Chance. Dann verziehst du dich jetzt hier. Ich geb dir 10 Sekunden, dann verpissst du dich einfach hier, ne? Ah, jetzt mit deinen Leuten. Kein Problem. Ja, verpiss dich. Ah, kein Problem, ich gehe. Warte. Stopp. Wer? Jos, Mann, der. Dieser Stunt, guck mal, die verfolgen mich jetzt wieder. Solche Idioten. Die sagten, warte, stopp. Ich bin einfach weitergefahren. Weil da kam ja keine Drogen oder so. Ich hab die einfach gefickt, Chalas. Und jetzt habe ich die outgeplayt. Die finden mich hier niemals. Nur mit Meter würden die mich hier finden.
Digga, wie die alle kamen. Ist schon wieder so witzig. Was sind das denn für Gangs, die keine Eier haben, mal was allein zu klären? Was? Du Lappen? Hä? Wieso Lappen? Digga, ich hab die... Digga, hast du was nicht mitgekriegt? Ey, das waren 10 Leute und ich hab die gerade verbal einfach gefickt, so wie immer, mal nach Holm. Digga, war das geil, Alter. Ich weiß nicht, warum der Eigenlob stinkt, ne? Aber ich feier mich selber. Gleich kommt der Hubschrauber, Digga, das wär's. Digga, das wär's. Also, ich muss jetzt, was ich, guck mal, Leute, es ist nicht verwerflich, dass die Leute ihre Freunde holen, ne? Aber sie spielen Gangster, aber können es nicht ab, wenn jemand Digger zu denen sagt. Okay, wenn er das einfach nur so erpähen möchte, dass er sagt, man soll nicht so mit ihm reden, ist auch okay. Aber was für ein krasser Gangster, der erst seine Homies rufen muss für eine billige Schlägerei. Guck mal, jetzt hat er mich zufällig gesehen. Guck mal, die wissen, wo ich bin. Natürlich gucken die so weit hoch. Guck hin. Woher sehen die mich denn? Ey, bleib stehen, sonst schieß ich. Bleib stehen. Wo müssen wir hingehen? Einmal ins Krankenhaus rein, bitte. Wo ist der Eingang? Kommst du mit mir? Ja, ich geh mit. RTW3, Status 7. So. Ich renne nochmal draußen. Raum da frei. Ja. Perfekt, dann gehen wir da rein. Dadurch, dass ich ja jetzt erstmal einen zweiten Tag habe, Rachel, gucke ich dir eigentlich nur erstmal nur zu, so, ne, wie das so geht. Okay, alles klar. Ach, Rachel und die, kennen wir doch aus Risen FP, Leute. Kennt ihr die noch? Kennt ihr die beiden noch? Hört mal die Stimmen. Dann legen Sie sich doch bitte einmal vorsichtig hin. Okay. 6,5 Stunden später. Das war gut. Ich fand, das RP war ziemlich gut von denen. Also, es ist immer noch, Leute, vergleicht das bitte nicht mit Real Life. Aus RP-Sicht umschrieben, wie man das mit den Kugeln machen kann und so, finde ich, haben die das sehr, sehr gut gemacht. Ja? Klar, es ist nicht realistisch, aber es war echt nice, Mann. Das haben die gut gemacht, wirklich. 8, 9, 5. Ja. 4. 4. 3 mal die 9. Ja, 3 mal die 9. Oh, warte mal, russischen Kollegen sind da. Was geht? Was geht? Kakao, ich muss gleich mit dir sprechen. Komm mal kurz mit. Ja. Kennst du den? Ist wichtig. Alles klar, dann komm wir. Ich komme jetzt mit durch. Okay, ich komme mit. Du hast gesagt, du hast Nummer gegeben. Hast mich angelogen, Huja. Hä? Ich hab deine Nummer. Ich hab doch keine SIM-Karte. Schon vergessen. Stimmt. Ja. Kakao, komm mal jetzt mit. Ja, ich komme mit. Ich komme mit. Jere, ich muss gehen, ne? Ich wünsch euch viel Spaß. Ja, Babo, komm mit. Hallo, Frau. Den Kakao, den. Du kommst mit uns. Den Daumen mit den Roten. Den wollen immer auf den Schnauze hauen. Nimm ihn ruhig mit. Was sagst du? Den wollen immer den Jungtier, den wollten wir auf den Schnauze hauen. Wer die Russen? Ujax, wer wollte die auf die Schnauze hauen? Ich klär das mit, ich kenn die Jungs.
Nein, nein, das muss missverständlich gewesen sein. Auf die Schnauze. Ach, hätten wir schon längst gemacht. Glenn. Richtig, die hätten das schon längst gemacht. Die hätten dich wirklich falsch geprüft. Ich habe wichtige Informationen für dich, wirklich wichtig. Dabei, wir fahren aber mit alte Lader, Luxuslader hoch. Okay. Ja, ich spreche kurz mit ihm da hinten, komm mal mit. Ja, hol Nummer. Hey, warte kurz, Dima. Valera, ja. Die Pascha Dima, guck mal. Mein Valera, ja, Valera, guck mal, Valera. Dings, kommt mit mir, mein Kollege hier, Babu, ja? Okay, kein Problem. Wie heißt der Babu? Babu. Ja, ich will den. Das ist der Babu. Ja, warte, den so, gehört den Roten. Nein, den Roten könnt ihr den Auto weg. Der rückt dich kurz fern. Ja. Okay, wir fahren kurz das Auto weg und dann die Babu kann mitkommen. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Platz in Koffer. Wir haben Platz. Okay, wir holen den Luxuslader. Oh, da war jetzt... Polen haben wieder Tank geklaut. Hujake, ruf du den an, Blatt. Ich hau sein Schnauze weg. Jetzt ist Tank leer. Hey, warte mal, gibt jemand denn den Tank klaut? Ja, die Polen ja, immer, Blatt. Die Polen klauen immer. Wird auch geklaut. Ich frag Svetlana, Hujak. Vielleicht besser Auto nicht mehr ausmachen. Svetlana, Blatt, Pola hat meinen Tank geklaut wieder. Sag mal, der arbeitet bei Polizei, Blatt. Die Polatski hat wieder meine Tank geklaut, Hujak. Nein, den ist weg, den ist, mach den kaputt, den hat du meine Tank geklaut. Ja, der ist Polizist, Blatt, der klaut immer Tank, aber der ist korrekt, Hujak. Aber ich der ist den Pole, kaputt. Daniela, geruf Aceles, Tank ist leer, Blatt. Hujak, Blatt, was hab ich dir denn gerade mir erklärt? Auto sollst du gefälligst aus dem Gesicht, Blatt. Ey, warum geht denn wieder mit dem Matke hier? Ujaks. Mach das einfach nur weg, Blatt. Ich hasse solche Menschen, die so eine Digga, willst du uns überfallen mit deinem Maschke? Nein, guck mal. Richtig kaputt. Bei euch ist das ja gut gegangen, aber ich muss ja vor dem aufpassen. Ja, die Tank ist leer. Ey, Kakao, ich hab Nummer für dich. Was für eine Nummer? Nimm einfach die mit jetzt. Ich hab die scheiß Lappen aus der Karte. Ja, steig ein. Babu, steig auch ein. Wenn wir weg sind, du kannst gerne 100 Mal drauf. Weiß nicht wo. Wo denn? Wo ist denn? Du wolltest mit denen reden gehen. Mit wem? Kakao, lass dich das aus. Ey, pass auf, Kakao. Ja, was ist los, Bruder? Ich hab gute Arbeit gemacht, weißt du? Ja. Du hast doch gesagt, gestern Transach hat dich auf die Fresse gehauen, da? Ja, richtig. Willst du Nummer haben? Ich hab Nummer klar gemacht. Gib mir. Pass auf, heißt Wilmar, Transe. Wilmar? W-I-L-M-A-R. Will die mal? Die will deine Schwanzblatt, die ist dran. Ich verstehe, okay, sag mal. Mach nur Scheiße, Blatt. Ja, sag nochmal Telefonnummer von der Fotze. Okay, hast du Vorwahl? Ja, ich hab Vorwahl. 1, 2, 4. Ach, 1, 2, 4? 9, 1. 9, 1? 7, 1. Was sagst du? 7, 1 am Ende. Okay. Das ist die Nummer von Transe. Ja, ich hab gespeichert unter Transe. Richtig so. Pass auf, ich hab Nummer geklärt. Die ist ganz oft an die PD unterwegs, dass du Bescheid weißt. Okay, ich verstehe. Okay, das Ding ist nur, ich muss mich um diese Furze später kümmern. Ich habe ein Problem. Ein großes Problem. Digga, guck mal. Ich bin gerade hier gewesen. Da kommt so eine Frau. Ich sag, ja, grüß dich, Hübsche. Sagt die, ich bin nicht hübsch. Ich sag, okay, Entschuldigung, Hässliche. Auf einmal wird die richtig fresh. Sagt die zu mir, du Hund und keine Ahnung, irgendwas mit Türkei. Und ich hab gesagt, ja, scheiße Türkei, ich bin hier in Los Santos. Auf einmal sagt die, ja, du Hund, du willst noch sehen. Auf einmal kommen ganz viele Leute von diesen Vagos. Erstmal kommt einer von den Vagos, sagt, ja, das macht ein bisschen Ärger. Ich sag, ja, geh mir nicht auf, sag, verpiss dich. So, dann eigentlich geklärt, auf einmal funkt der durch, irgendwie hat ein Funkgerät gehabt. Ich schwöre, er hat Funkgerät gehabt wie eine Mafia. Ein Funkgerät, ich schwöre dir. Ich weiß, diese Gelben da, aber die sind eigentlich korrekt. Ich schwöre dir, und jetzt pass auf, ja. Dann kommen auf einmal 100 Mann hier, dann sagt er zu mir so, du verpiss dich jetzt. Ich sag, ja, okay, ich gehe. Dann sagt die, ja, geh. Ich steig auf mein Fahrrad, ich hau ab. Dann geh ich in Parkhaus der gegenüber. Kennst du da vorne dieses Parkhaus? Kenn ich. Ich geh ganz oben auf Dach. Bin erst mal abgehauen. Weil das waren 20 Mann. Auf einmal kommt ein Typ hochgelaufen und sagt, steh, bleib, Mutter, ich schieße. Ich hab den dann angeschossen, aber hat ihn nicht interessiert. Dann hat er auf mich geschossen, dann haben seine Jungs weiter auf mich allein geschossen. Und dann kam Sanitäter. Ey, Hujax! Die haben direkt gesagt, stimmt, bleib gut, ich schieße. Obwohl schon längst geklärt war, wegen nix, wegen einer Frau. Plus, komm mal mit. Okay. Wir haben euren Bruder gefunden. Welcher Bruder? Okay. Sanja. Schon mal gut zu wissen, Kakao. Also die Gelben hattest du Stress, oder was? Ja, richtig. Und gestern schon mit dem Blauen Stress gehabt. Mit dem Blauen können wir klären, da kennen wir Leute von. Du bist ja aus Versehen in die Futter reingefahren. Nein, das Ding ist, guck mal. Ich bin neu hier in Los Santos seit gestern. Hey Bruder, du Orange, kannst du kurz zur Seite, wir klären kurz was, wir kommen gleich. Guck mal, ich bin seit gestern in dieser verfickten Stadt. Okay, ich fahre an eine Straße gerade rein, dann kommt ein Typ mit blauen Klamotten einfach zu mir.
habe ich keine Ahnung gehabt, dass der irgendein Gangmitglied ist. Ey, die Sanja ist jetzt bei die Orange. Okay, erzähl weiter. Da, Leon. Digga, ey, was schwempelst du mich an, Digga? Okay, kurz okay. Bitte ja, zur Seite, bisschen langweilig. So. Okay, ja, du bist da reingefahren und da? Ich bin da so gerade die Straße am Anfang gewesen. Dann kommt so ein Typ, sagt zu mir direkt, verpiss dich. Ich sag, wer bist du? Ich hab dir keine Ahnung, wer der ist, ne? Ich sag, halt das Maul, Digga. Und dann hat er irgendwas gesagt, Digga. Ich sag, du bist eine Muschi, Digga. Weil dann hat er auch so gefunkt, ne? Sagt er so, ja, guck mal schnell hier, ich mach irgendeinen Stress. Hab ich gesagt, du bist für mich kein Mann, Digga. Kannst du nicht mein Problem alleine klären. Dann wollte ich gehen gerade, dann sagt er, ist das so? Ist das so? Bam, 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 schießt er mit rein meinen Rücken. Oh ja, akzeptiert. Bekloppt alle hier. Digga, ich muss noch kurz Nase brechen, Blatt. Komm, Leute, ich muss kurz Auto holen. Ich muss kurz. Dima, ich komm sofort da. Warte kurz, ich muss Nase brechen. Der will kämpfen, Blatt. Nein, du musst 18 Lass machen. Wir haben keine Zeit für kämpfen. Er deit den Gang. Okay, nächste Mal, Blatt. Warte, mach ein Business hier, Blatt. Warum, weil ihr deit den ersten Gang, mit denen man reden kann? Ja, komm, Blatt, wer war das, Hujax? Wie sahen die aus? Wer jetzt? Ja, weit noch bei den anderen, wenn ich den. Die Gelben. Oder die Blauen, meinst du? Arjob hat deine Lade aus. Ohne Tank. Der redet nicht mehr. Ja, aber ihr seid Arjom. Dem hat die Sprache verschlagen wegen meiner Geschichte. Dann verständlich. Ja, dann seid ihr korrekt. Sollen wir mit die Blaue klären, ja, dass alles in Ordnung ist? Das Ding ist, fahr mal bitte. Ich will mit solchen Wichsern gar nichts zu tun haben, Alter. Ich will noch meine. Guck mal, die haben ein Problem gemacht, die haben auf mich geschossen wegen gar nichts, Digga. Machen auf Gangster, aber können nicht mal einen leichten Spruch haben, weißt du? Und schießen. Weißt du, wie der heißt? Ne, ich weiß nicht. Ich bin direkt gefahren eigentlich. Ich war nur. Digga, guck schnell vor, du sagst irgendwas zu mir, dann sagst du deinen Kollegen Bescheid. Komm schnell hier, mach deinen Ärger. Ich sag, du bist für mich kein Mann, Digga. Auf Wiedersehen. Und dann bam, du schießt mir in den Rücken. Alter. Ja. Nicht korrekt. Nein, nicht am, ja. Nicht am so was geht nicht, Digga. Deswegen. Ich scheiße auf die Blauen. Ich scheiße auch auf die Gelben. Ja. Hallo, hört ihr mich? Hallo, ich höre dich. Okay. Also wie sahen die aus, die ich abgeknallt habe? Also, Blauen waren gestern das. Die Blauen und ja, heute die... War, aber wieso machen die das? Den Beulen genommen. Digga, einfach so, weil der war Dings angepisst, weil ich gesagt habe, dass der für mich kein Mann ist, weil der Verstärkung gerufen hat für nix. Ujax, hast du irgendwas gemacht oder ist er ausgerastet? Ich habe den Spruch gesagt, dass er für mich kein Mann ist, nachdem der gefunkt hat. Ja. Er sagte, ja, verpiss dich. Habe ich gesagt, wer bist du? Red vernünftig mit mir. Und dann sagt ja, dann er, hat er direkt gefunkt. Und dann hab ich gesagt, du bist... Ja, ey, Kakao, hör zu, Blatt. Die Blaue sind eigentlich nett, die haben sogar Auto geschenkt einfach so. Wir rufen Chef von die Blaue an und wir sagen der Chef und Chef fickt den dann, Blatt. Ja, okay, Digga, das können wir machen. Soll ich anrufen? Ja, Blatt. Du musst anrufen. Wir regeln das jetzt. Okay, der kann nicht einfach hier Leute abknallen, Blatt. Wenn er macht beim Faustkampf, bricht einmal nach. So, Gorilla, aber nicht so, Blatt. Ja, was das für ein Mann, weißt du, was ich meine? Richtig ja, die sind alle hier bekloppt. Ich sag dir so, Albaner war hier, Egon heißt Albaner, Blatt. Er war hier, hier, Garage war der hier. Er sagt zu meinem Cousin, er ist Frau. Mein Cousin sagt, okay, komm, ich brech deine Nase. Die machen Boxkampf, auf einmal einer kommt mit großem Stock. Er kommt so mit großem Stock. Er mischt sich ein, ich geh direkt dahin. Mein Cousin verteidigen, wir haben drei Leute kaputt gehauen. Da sind welche noch weggelaufen. Ölbock, auf einmal, ja? Wir stehen mit Freunden bei unserer Hauptquartier, wo du auch warst. Die kommen mit 5, 6 Leute, Clownsmaske und ballern da rum. Wir haben die alle über Haufen geschossen. Okay, alle. Ich muss auch mal kurz telefonieren. Gut, die sind alle bekloppt. Und man macht einen Faustkampf, die kommen mit Pistole direkt. Die sind alle bekloppt. Ja. Die Leben ist alle nichts wert hier. Die sind alle Rambo-Hujax, ich sage dir. Kakao. Ja, war los. Ujax, hast du jetzt eine SIM-Karte gekauft? Ja, nee, hab ich nicht. Da hast du meinst du den runden Punkt? Hast du immer noch nicht? Nee, ich, warte, ich wollte besorgen, aber ich wurde abgeknallt von diesen Vagus. Ja, wir holen gleich für diese. Ujax, Blatt, warum? Sollen wir Nase brechen? Nein, das war einer von Blaue. Er hat schon Gorilla angerufen. Nein, das von gestern war Blaue. Jetzt gerade eben war Vagus. Ach, wieso das denn, Blatt? Ujax, Blatt. Digga, hab ich so gesagt, guck mal, ich bin hier gewesen. Ich rufe jemanden an, Blatt. Ach, ich dachte, das war Blau von gestern. Okay. Nein, von gestern war mit dieser Straße und eben war mit seiner Frau. Die kommt hier auf Parkplatz, die sagt, hey, Hübsche. Die sagt, nein, ich bin nicht Hübsche. Ich sag, okay, jetzt liege. Sagt irgendwas mit Hund zu mir und keine Ahnung was. Dann labert irgendwas von Türkei. Ich hab gesagt, scheiß auf Türkei, ich bin in Los Santos. Und auf einmal macht die eine auf, ja, ich bin Nazi, keine Ahnung. Und dann kommt, sagt, ich merke mir dein Gesicht, fährt weg, kommt die wieder mit einem Vagos. Und danach macht der Ärger, ich sag, ja, halt das Maul, verpiss dich einfach. Auf einmal funkt der, holt seine Freunde und dann sagt er so, verpiss dich jetzt hier.
Ich sag, ja, okay, ist gut. Nimm mein Fahrrad, hau ab. Sache geklärt, dachte ich. Ich fahre da auf Garage. Hey. Ja, dann komm mal mit den Ayo hier. Und sag Bescheid, wenn du da bist. Ruf mit anderen. Wenn du nicht beeilst, dann gib dir den Nackenklappe. Gib dir den Kopfnuss. Macht gut. Hab dich lieb. So. So. Digga, bist du schwul oder was? Warum sagst du zu dem, hab dich lieb? Was ist los mit dir? Der ist mein Bruder. Ja, warum sagst du, hab dich lieb? Ja, ich hab noch mein Pony, du Idiot. Was denn los, Babu? Nochmal, ich hab auch meine Jungs geholt. Was denn, hat der gefunkt oder was? Ja, denn. Oh, guck mal, denn. Hey, Digga, hast du ein Problem oder was, Yilmaz? Was? Hast du ein Problem? Nein, aber ich kann auch einfach auf mein Funk drücken. Siehst du? Ja, und was willst du damit uns sagen, dass du Funkgerät hast? Aber ich kann das die ganze Zeit drücken. Ja, drück das nochmal vor meinen Ohren und das macht mir diese Geräusche und ich krieg einen Tinnitus, Digga, kriegen wir ein Problem. So, wie daraus? Oh, was denn, ja? Ich hab dir gesagt, Digga, mach das noch einmal und du kriegst eine. Hast du das jetzt ernst gemeint? Mit deinem scheiß Schlag? Nee, ich hab nur so getan, ich hab dir einfach nur so einen gegeben. Mach mal Waffe weg, bitte. Was? Guck mal. Ey, warte mal, du. Ich sag nicht. Ja, hör auf damit. Mann, guck mal, nimm mal bitte deine Waffe. Ich schwör's dir, ich werd richtig sauer bei so einer Scheiße, Digga. Das ist eine Zwickdopisser. Komm her, du Wichser. Ja, komm her, ich weck dich. Gar kein Thema, du Pisser. Okay, komm her, Digga. Mach nur Stress. Oh, fuck, Scheiße. Alles gut, Deckel. Ja, Mike. Ich grüße den Deckel. Nein, geht's nicht. Ich dachte, gerade. Okay, der hat einen Schlag in eine Gegend. So, oder? Du bist noch einmal mit deinem Schlag ging aus. Wirklich nicht noch einmal. Hast du verstanden? Hey, Mann, halt mal den Knaute. Jetzt hat er in Ruhe. Ja, du bist leid. Ich bin ja schon viel gewohnt, aber das ist echt eklig. Was denn? Kakao, Alter. Ja, hast du ein Problem oder was? Digga, hast du ein Problem? Werd nicht so frech zum Ayo, sonst hau ich dir auf die Fresse. Wer bist du denn, Digga? Was willst du denn mit der Kriegsbemalung da? Ja, mit den hast du einen Edding-Stift genommen und hast einmal links Dresden gemalt oder was? Hab genau ich dir gestern schon erklärt. Was willst du mir eigentlich erzählen mit deinem Perücke von Kaufland? Du halt mal, was für Kaufland, Digga? Geh mal nicht so viel in Deutschland betteln, Digga. Dann wüsstest du auch nicht, dass es ein Kaufland gibt, du Idiot. Scheiß Afrikaner. Was für scheiß Afrikaner? Ja, scheiß Afrikaner. Ja, woher du kommst? Was glaubst du, wer ich bin? Wahrscheinlich unter dem Brücke. So, wo du aussiehst, unter der Brücke, ja. So wie ich aussehe. Ich komme aus Mexiko. Natürlich, aus Mexiko. Ja, der ist natürlich plausibel. Ja, natürlich Mexiko. Du bist auch um. Ja, na, ja. Ich komme daher, Digga, was willst du mir sagen? Natürlich ist plausibel, den heißt Kakao. Mexiko. Natürlich. Ja, das ist halt der Mexikaner, sieht man doch. So, habt ihr jetzt aufgehört, euch wegen Kleinigkeiten zu streiten? Ja, ich bin fertig, Digga. Weißt du, ihr seid ja schlimmer als jede Frau, Mann. Ja, das Problem ist, der hat so Titten, der ist eine Frau, Digga, der Fettsack. Halt, bist also nochmal so frech zu dir, ich dir in die Fresse. Was nochmal? Sag ihn nochmal, bitte. Wiederhole nochmal. Du bist nochmal liegen auf dem Boden. Hey, den Vogelmann, hör doch mal. Wie willst du das denn machen, Digga? Was ist mit dir? Hm? Halt in deine Schnauze. Ich hab mal eine Frage an dich, okay? Was war eine Frage an mich? Du bist so fett, Digga. Wann hast du das letzte Mal deinen Schwanz gesehen? Au! Stopp der Zwei. Ey, mach nicht den Zwei gegen einen. Ey, den Herren, lass den in Ruhe, ey. Ah! Ja, nicht so frech. Ja, jetzt beruhigt euch mal wieder, verdammte Scheiße. Du Arschloch, was? Komm mal hier runter. Ayo, beruhig dich. Ey, verpiss dich, du Wichser. Komm her zu mir. Komm her. Verpiss dich jetzt, du Wichser. Ja, guck mal, wie der rennen kann. Ja, du hältst mir da nicht ein. Nur weil du fett sagst, deinen Schwanz nicht sehen kannst, deinen eigenen. Der war frech zum Ayo. Aber deine Mutter kann sehen, dass du. Ja, was? Du, was sprichst du? Was machst du jetzt? Bettelstellung, Mutter, was ist das? Geh weg hier, komm mal, jetzt. Mir. Okay, alles klar, du kriegst das richtig auf den Bretten. Komm hier! Ich hab ihm gesagt, bewege den Arsch zu mir. Guck mal, wie gut der rennt. Guck mal, wie die kann rennen. Der kann guck richtig mal. Gut rennen, der Typ.
Ja, ihr seid richtige Idioten, nicht einmal drift, ihr Pfeifen. Ja, du rennst ja auch wie so ein kleines Mädchen, ey. Lass ihn rennen. Ja, das ist. Ah, nicht auf mich, du Idiot! Komm in hier! Komm in hier, ich hab ihn gesagt. Ja, gönn dir jetzt mal auf. Ja. Ich würde dir aufhören, aber die Wichser machen die ganze Zeit weiter, nee, Mann. Dann du sollst halt mal in deine scheiß Fresse. Du hast mal einen größeren Fresse, als du sollst haben eigentlich hier. Halt ich Maul, Digga. Auf die Bunde, dann du kleiner Arschloch. So. Du hast ihn verkackt gegen ein Senfglas. Was du willst, erzähl mir. Nimm du den Kandau denn, dem kleinen Arschloch. Okay, komm mal kurz her. Hör mal zu. Halt in deine Schnauze. Ey, weißt du was? Hier hast du ein bisschen Geld für ein BH. Okay. Pick den jetzt. Also da ist, der wollte komm das BH kaufen. Ah, jo. Gut, dass die Mediziner schon hier sind. Guck mal, haben wir einen großen Fresse und rennen weg. Ja, rennen ruhig weg. Rennen ruhig weg. Ich geb dir gleich ein, wenn du mir auf den Sack gehst. Add den Ayo. Oh, ich shit, muss noch einen ehrlich sagen, der hat bitte recht. Die haben einen Schlagring, die Arschluck. Was jetzt, Digga? Was jetzt, Digga? Oh, fuck. Was jetzt, Digga? Jetzt auf einmal läufst du weg, du scheiß Afrikaner. Komm her. Ja, komm, eins gegen eins, ohne diese scheiß Schlagring. Komm her, du kleine Ratte. Ey, verpisst euch von hier, Alter. Ey, Kakao, beruhig dich jetzt. Soll dich entschuldigen, der Afrikaner. Du kannst mal lecken gleich mein Kakao. Okay, ja. Dafür ich mach dich kaputt, Digga. Ja, komm, mach mich kaputt, du Arschluck. Geh weg hier! Du hast richtig Glück. Was jetzt, du Arschluck? Ja, jetzt mach ich den hier. Ja, mag ich mal den hier. Guck mal jetzt ich mag den hier. Woo!